Mein Buchtipp an euch: Narzissmus von Heinz-Peter Röhr, dem inneren Gefängnis entfliehen. Das Buch Narzissmus habe ich mir bereits am 20.01.2024 per Hörbuch gekauft, gleich angehört und in den ersten Tagen gleich feststellen müssen, dass dieses Buch so derart viel in mir auslöst und mich bewegt, dass ich mich dann dazu entschieden habe, zusätzlich noch das Buch physisch zu kaufen. Also ganz normal. Dann hat das Buch angefangen, wie so ein Katalysator zu wirken. Ich habe von dem ersten gleich loslassen können, worüber ich auch ein Video bereits gemacht habe. Könnt ihr anschauen, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch noch am Ende des Videos. Es hatte Wirkung gezeigt und diese Entwicklung hat mich dazu bewegt, jetzt dieses Video hier drehen zu wollen, um euch das Buch vorzustellen. Ich möchte hier nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die fleißig kommentieren und den Daumen nach oben geben. Das hilft mir wirklich unglaublich weiter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. So, bin immer noch auf der Burg Breuberg und drehe jetzt einfach das zweite Video hinterher, weil es hier so schön ist. Es regnet zwar, aber es ist egal. Gleich zu Beginn des Buches stellt Heinz-Peter Röhr das Märchen Der Eisenofen von den Gebrüdern Grimm vor. Und dieses Märchen nutzt er dann, um wirklich Stück für Stück, Zeile für Zeile, teilweise auch wirklich nur Wort für Wort, anhand dieses Märchens Narzissmus zu erklären. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich wusste auch nicht, dass dieses Märchen von Narzissmus handelt und Narzissmus erklärt und aufzeigt, wie der Heilungsprozess aussehen soll. Dementsprechend kommen halt auch sehr viele Informationen zusammen, die ich als Narzissmus-Neuling auch erstmal alles verarbeiten muss. Und das ist wirklich sehr, sehr viel und ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön, dass man in einem Buch so viel Wissen an die Hand bekommt. Als Pädagoge und Psychotherapeut stellt er auch sehr viele Praxisbeispiele vor. Das hilft, Dinge und Situationen besser zu verstehen. Und beruflich beschäftigt er sich damit, wie Märchen auf den Menschen wirken und wie Mythen und Geschichten beim Heilen helfen können. Es ist heute unglaublich neblig. Noch gar nicht so kalt heute, obwohl es immer noch... Nee, wir haben den 1. Februar heute. Gut, aber trotzdem. Den Februar ist es echt warm. Von hier oben hat man eine wirklich sehr, sehr schöne Aussicht. Das stellt euch mal vor, es wäre nicht neblig. Dann kann man hier viel weiter gucken. Auf der Suche nach Anerkennung entwickeln narzisstische Persönlichkeiten extreme Energie. Dabei setzen sie jedoch die falschen Mittel ein. Übertriebene Selbstdarstellung und Rivalität führen immer wieder zu zwischenmenschlichen Problemen. Diese scheinen unlösbar, da die Betroffenen ihre Verletzlichkeit unbedingt verbergen wollen. Die Heilung dieses weit verbreiteten Leidens gelingt nur über ein Nachreifen der Persönlichkeit. Also es ist halt auch vor allem ein Buch wirklich auch nur für die Leute, die auch wirklich was an sich ändern wollen. Alle die, die lieber vor sich hin jammern, für die ist das Buch nämlich nichts, weil dafür ist das Buch viel zu ehrlich. So. Für mich also das genau das Richtige. Jammern ist keine Option. So. Weiter geht's, geht die Reise. Beziehungsweise weiter geht die Reise. Ich bin jetzt wieder runter. Ah ja, ich brauche einen Weg von der Burg wieder runter. Also das Buch war wirklich ernüchternd und ich war selber teilweise wirklich getroffen davon, wie stark das Buch
mich bewegt. Ich kann es gar nicht anders beschreiben.